So, hallöchen, meine lieben Leute. Und ich würde gerade sagen, heute wird's spannend, denn heute ist es an der Zeit. Und an welcher Zeit ist es? Natürlich ist es an der Zeit, den Final Boss wegzuklatschinieren oder was auch immer. Ja, wir sind hier, ne? Ich muss erst mal kurz zeigen, wir sind im finalen Akt, logischerweise, ne? Hier kommt noch ein Shop und dann hier der Lead. Der Shop ist relativ wurscht, denn wir können eh nichts kaufen. Ich meine, wir würden dann gerade Ziel kriegen, aber wir sind halt eher auf Full HP, deswegen macht keinen Unterschied. Die letzte Folge war ja eigentlich, wahrscheinlich war die letzte Folge sogar spannender als die, wobei, kommt drauf an, ob wir es schaffen, logischerweise. Grundsätzlich würde ich aber ansonsten sagen, dass die letzte Folge vielleicht sogar spannender war als die heutige Folge. Denn in der letzten Folge haben wir den Boss ja gerade mal mit einem HP übrig wegklatschen können, den Akt, was war das, Akt 3 Boss. Und ja, jetzt ist da natürlich die Frage, wie wird das heute laufen? Und die Antwort lautet, ich weiß noch nicht so genau. Erstmal muss man schauen, was wir jetzt hier schönes upgraden. Am Ende der letzten Folge habe ich sogar gesagt, ich glaube, wir upgraden Defend. Da wir, ich meine, ich könnte halt auch das, hier, wir haben schon eine geupgradete C-Karte im Deck und es würde natürlich auch irgendwo Sinn machen, die C-Karte nochmal zu upgraden. Aber wenn ich die einmal spiele, ist halt exhausted, ne? Also die ist quasi eine Plus-1-Karte, weil man damit halt zwei Karten ziehen kann. Und man zieht halt nur eine C-Karte logischerweise und kriegt dann zwei Karten, wenn man die upgradet, dafür, die man dann sogar auswählen kann. Das Problem ist nur, danach wird sie exhausted, das heißt, die bleibt nicht lange im Deck. Die Defend-Karte zu upgraden macht halt einfach aus dem Grund Sinn, dass das Deck am Ende relativ klein ist. Wir ziehen diese Karte auch relativ häufig, wahrscheinlich. Und wenn ich sie upgrade, gibt es ihm einfach mehr Block. Und allein aus diesem Grund macht es immer Sinn, die zu upgraden. Und wir haben ein paar defensive Probleme, weil wir unsere Orbs-Slots halt größtenteils brauchen für Darkness Orbs, für Dark Orb. Für Dark Orbs. Deswegen, ich glaube, wir werden Defend upgraden. Einfach nur, um mehr defensive Power zu haben. Und ich glaube, das ist meine finale Entscheidung hier. Ich überlege gerade nochmal kurz, aber. Ja, ich glaube, das ist die finale Entscheidung. Das wird sein. Wir werden Defend upgraden. Ich glaube, darauf läuft es hinaus. Wir brauchen einfach mehr Defensive. Deswegen, wir upgraden hier die Defend-Karte. Und dann geht es hier auf ins Getümmel. Auf in die Schlacht gegen den Händler. Questionmark? Nein, auf in die Schlacht gegen den Elite. Und danach, ja, davon können wir natürlich nichts kaufen. Wie gesagt, ist halt leider nicht drin. Wir haben direkt als allererstes Relic. Wir haben unser Start-Relic ausgetauscht gegen ein Boss-Relic und haben Ektoplasma gekriegt. Das heißt, wir können kein Gold mehr gehen. Und dann kamen auch noch so doofe Thieves, die uns unser Gold geklaut haben. Und wir konnten es halt, also wir konnten es zwar zurückklauen, aber wir kriegen es halt nicht mehr zurück, wenn es einmal weggeklaut wurde. Wenn es einmal weg von unserem Money Pouch ist, ist es halt gone for good, sobald man Ektoplasma hat, deswegen Welp. Wir konnten schon die ganze Zeit aber nichts mehr kaufen und auch keine Karten wegkaufen oder sowas, deswegen würde ich sagen, auf ins Getümmel, auf in den ersten Elite-Fight oder in den letzten Elite-Fight vielmehr. So, das sieht man nach einem ganz guten Setup-Turn aus tatsächlich. Machine Learning, Equilibrium und vielleicht noch einfach den Defend hinterher und dann sind wir hier, glaube ich, ganz gut gesetup, würde ich sagen. Mal sehen, 18 Damage können wir quasi mitigaten mit Equilibrium. Defend, ja, wir werden ein bisschen Damage nehmen, glaube ich, leider. Aber ich glaube, da führt leider kein Weg dran vorbei. Dafür haben wir dann aber danach hier das Machine Learning Setup auch. Deswegen, ich würde sagen, das ist okay. Ich glaube, damit kann ich leben. Sieg werden wir erstmal auf der Hand halten. Durch Equilibrium, wunderbar. Ja, ein bisschen Damage haben wir jetzt hier genommen, aber damit kann ich, wie gesagt, leben, dass wir ein bisschen weggechippt werden. So, ich sehe Double Edge. Wir haben eine riesige Hand gerade. Eine riesige Hand haben wir gerade, wow. Wir fangen auf jeden Fall an mit Double Energy, weil wir haben hier jede Menge Sachen, die Energy verbrauchen könnten, theoretisch gesehen. Dann würde ich sagen, boah, was ziehen wir denn da jetzt überhaupt? Mein Gott, meine Güte, nee. Das ist jetzt die Frage, was ziehen wir hier Schönes? Wir haben halt beide Seek-Karten auch auf der Hand, deswegen, also, dass ich die Fragment spiele, ist, glaube ich, gar keine Frage. Das machen wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Danach kloppen wir einen Sieg rein. Ich würde erstmal sagen, den schwachen Sieg rein. Und ich würde sagen, wir ziehen erstmal Cool-Headed und ziehen damit noch ein paar mehr Karten. Und bekommen damit schon mal erstmal etwas Block for free. Dann spielen wir noch Chill für noch mehr Block, würde ich sagen. Weil Chill for free ist und damit kriegen wir noch mehr Block. Danach wiederum würde ich sagen, Dual-Custen einfach einmal einen von den Block-Orbs. Und haben damit schon mal 12 Block. Wir brauchen 30 Block leider diesen Zug. Eieiei. Das ist so einiges. Leider habe ich jetzt nicht so die Super. I guess Zap. Und eventuell sogar Compile Driver. Oder. Oder spielen wir einfach erstmal Seek und erzwingen damit, dass wir jetzt hier. Welche Karten wollen wir überhaupt haben? Rainbow und Doom und Gloom klingt, um ehrlich zu sein, echt gar nicht mehr so schlecht. Aber Recursion klingt halt auch mega gut. Deswegen, ich könnte halt auch Doom und Gloom und Recursion ziehen. Ne, ich glaube, wir nehmen actually sogar Rainbow. Weil wir haben halt Darkness, damit könnten wir den Dark Orb von Doom und Gloom halt nochmal advancen und so. Aber ich glaube, ne, das wird hier einmal bitte Rainbow. Oh, wait a second. Rainbow und Doom und Gloom oder Rainbow und Recursion ist die Frage. Das geht halt auch. Wir haben 4 Energy. Ne, das wird, glaube ich, Rainbow, Recursion und
Ja, ich glaube, es ist besser. Rainbow und Recursion. Weil wir damit dann halt noch die Karten, die wir eh noch auf der Hand haben, spielen können auch. So, die Frage ist, womit wir jetzt genau anfangen. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Recursion für mehr Block, weil ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Block. So, wir gehen mit 6 Block, gehen danach dann nochmal 6 Block. Und nochmal 6 Block. Das sind also 18 Block, damit hätten wir genug Block. Genau, wunderbar. Dann können wir hier noch in die Vollen gehen. Deswegen, ich spiele jetzt Recursion. Dann spiele ich Rainbow. Damit haben wir jetzt schon mal den Block, den wir brauchen werden. So, jetzt haben wir nämlich noch genug Energy über, um jetzt hier einmal rein zu striken, maybe, und einmal Darkness zu spielen, I guess. Wir spielen einmal Darkness, wunderbar. Und dann striken wir noch einmal rein. Oder Compile Driver. Aber ich glaube, wir... Was würden wir denn da ziehen? Ich hoffe, wir striken in der Hoffnung, dass wir gleich die guten Karten, die wir jetzt noch im Deck haben. Self-Repair ist eine ganz nette Karte. Doom and Gloom Recursion, das gefällt mir alles ganz gut. Ach, da ist leider nicht viel Block dabei, ne? Da ist, glaube ich, nicht alles viel Block dabei, leider. Aber das passt schon, wir werden schon überleben. Hoffe ich es einfach mal. Die ziehen wir jetzt gleich. Oh, nochmal Darkness. Uiuiui. Uiuiui. Damit können wir natürlich gleich Damage reindrücken. Oh, Rapid Tear. Wir müssen Compile Driver, glaube ich, spielen. Let's see. Ich glaube, wir müssen Compile Driver spielen, um einfach auf den hier zu fokussen. Dadurch dealt er dann schon mal weniger Damage. Und wir brauchen nicht ganz viel Block. Das klingt, glaube ich, ganz solide. Let's see. Compile Driver. I guess erst nun. Wie viel Energy habe ich überhaupt? 4 Energy. Muss mal überlegen, was ich jetzt hier machen will. Compile. Actually, ich glaube, ich will sogar Rippen. Ja, ich glaube, wir werden nicht Doom und Gloom spielen. Wir werden hier Darkness Slash spielen. Boah, wir haben echt nicht viel Block, merke ich gerade. Eieiei. Also, wir fangen an mit Rip and Tear, ziemlich sicher. Weil es halt random ist, wen wir hier damagen. Ja, wir haben den gedamaged, leider. Schade. Dann machen wir weiter mit Compile Drive auf den hier. Equilibrium. Ja, das bietet sich jetzt natürlich auch an. Oder Cool Headed. Ah, ich hätte erst Compile Driver spielen sollen, glaube ich. Ich glaube, wir müssen Equilibrium spielen. Aber wir können die dicke Combo dann einfach am nächsten Zug spielen. Das geht natürlich auch, ne? Das ist natürlich auch eine Sache, die man jetzt hier considern muss, würde ich mal sagen. Recursion. 22 Block, wir nehmen jetzt hier ein bisschen Damage und dann spielen wir unsere dicke Darkness Combo einfach erst im nächsten Zug und drücken eventuell sogar mit einem Dual Cast richtig, richtig Damage rein, aber richtig, richtig böse Damage. Don't mind if I do, muss ich da sagen an der Stelle. Don't mind if I do. Ich würde sagen, spielen wir Recursion, um erstmal Free Damage reinzukriegen, noch ein bisschen. Ja. Oder wir spielen und. Das muss ich hier planen. Oh, wir nehmen böse Damage, glaube ich, auch in dem Zug. Aber vielleicht haben wir hier Liefel. Also bei einem von den beiden. Dann nehmen wir halt gar nicht mal so böse Damage. Let me think about this. Boah, wir haben so eine Riesenhand auch. Wenn ich jetzt Darkness spiele, kriegt der nochmal 7 Damage dazu. Und ich deale 27 auf den hier. Danach spiele ich Dual Cast für 60 Damage ungefähr. Das ist halt nicht genug. Das ist leider nicht genug. Ha! Ha! Schade. Schade aber auch. Dann spiele ich jetzt einfach Dual Cast, glaube ich. Und dann gucken wir, dass wir jetzt hier irgendwie Defense kriegen, glaube ich. Das geht mir nach dem Move. Ich glaube, ich spiele einfach jetzt Dual Cast. Das ist wahrscheinlich wirklich der Move hier an der Stelle. Ja, wir spielen jetzt Dual Cast. Machen hier einfach... Wieso attacken wir denn jetzt den hier? Weil wir den jetzt hier gerade am Facen sind. Ich dachte, wir attacken jetzt den hier. Ach, weil der lower ist. Der hat weniger AP. Nevermind. Ah, dann haben wir den trotzdem vielleicht liefern. Moment mal, das funktioniert vielleicht trotzdem. Ne, jetzt funktioniert es, glaube ich, safe nicht mehr. Ich dachte irgendwie, wir greifen den hier an, weil der hier halt die vollere Lebensleiste hat, aber der hat einfach weniger Base AP, deswegen habe ich den da attackt. Der dealt 14 Damage, der würde also 28, ne, 28 nicht. Der dealt 50% more Attack Damage. Ich glaube, wir müssen den da gleich wieder facen, weil der dealt in der Regel mehr Damage halt. Let's see, ich würde sagen, wir erst Darkness, glaube ich. Erst Darkness, dann Recursion. Dann Cool-Headed, probably. Ja, jetzt Recursion für Dick Damage. Jetzt, oh, actually, erst Zap, glaube ich. Ja, erst Zap. Dann Cool-Headed oder Rainbow. Aber ich glaube, actually, oder Moment mal, Rainbow, oh, Rainbow macht 40 Damage. Oh, ist Rainbow Lethal? Rainbow ist Lethal auf den hier. Rainbow ist Lethal auf den da. Dann actually sogar Rainbow. Na, Rainbow. Für ein bisschen mehr Defense. Und Leafle auf den einen Gegner. Und jetzt zwei Defense, maybe? Oder ein Defense sogar nur, oder? Ja, ein Defense. Und Self-Repair. Um hier gleich ein bisschen HP zurückzuhealen. Wunderbar. Das funktioniert doch. Das läuft doch dann doch wie geschmiert hier gerade. Also, das ist auf jeden Fall ein Nachdenk-Deck. Da musst du viel nachdenken, wie du jetzt was spielst. Das ist wichtig für den Deck hier leider. Das ist leider kein No-Brainer-Deck. Aber da werden wir, glaube ich, doch noch mal ein bisschen Damage nehmen müssen. Aber wir healen uns am Ende vom Fight eh noch ein bisschen zurück. Ich glaube, es passt schon, dass wir jetzt hier noch ein bisschen Damage nehmen. Ich glaube, damit kann ich, glaube ich, leben. Womit ich übrigens auch leben könnte, wäre, wenn ihr mir ein Abo da lassen würdet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Oder auch ein Like oder einen Kommentar. Oder generell irgendwie Support. Oder vielleicht erzählt euren Freunden von meinem Channel. Keine Ahnung.
Support wäre auf jeden Fall mega. Das würde mich sehr freuen, falls ihr mir hier noch ein bisschen Support da lassen könntet. Ich glaube, erst Doom und Gloom, dann Recursion. Denn jeder Support hilft mir meinem YouTube-Channel natürlich aus. Und das, umso mehr Zuschauer ich habe, umso mehr macht es natürlich auch Spaß, Content zu produzieren. Obwohl ich auch so oder so Spaß dann habe, Content zu produzieren. Aber ich glaube, erst ist es hier Doom und Gloom. Ja, erst ist es Doom und Gloom und dann Recursion, um hier so viel Block wie möglich aus der Nummer hier rauszuholen. Ich glaube, das ist hier wirklich der Move. Jetzt Recursion. Und natürlich jetzt noch den Strike hinterher. Und dann haben wir nur 9 Block und nehmen es hier. Ah, 12x3 sogar. Uiuiuiuiui. Autschi, autschi, autschi. Das hat aber jetzt doch ein bisschen wehgetan. Jetzt bufft er sich hier. Also, das ist hier meine Chance, Damage reinzudrücken, I guess. Habe ich noch irgendwelche Powers, die ich spielen kann? Für ein bisschen Heal. Weil jeder Power healt uns ein bisschen. Wir haben keine Powers mehr. Ne, dann sollte ich das jetzt hier wahrscheinlich einfach schnell finishen. Oder versuchen schnell zu finishen, I guess. Ja, Dual Cast von den 20 Damage. Das klingt doch ganz lecker, würde ich sagen. Dann noch den Zap hinterher und dann den Rainbow hinterher. Und dann macht das hier böse Aua für meinen Gegner. Wunderbar, Equilibrium, um die beiden Defense zu maintainen hier in meiner Hand. Und dann würde ich sagen, ist das jetzt hier wahrscheinlich gelaufen? Soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster zu behaupten, das ist es hier für ihn gelaufen. Ja, ich würde sagen, Darkness. Imprisoning me, all that I see, absolute horror oder terror, ich weiß auch gar nicht. Das ist Lyrics noch nie sind. Metallica und so. So, mal sehen. Erst Darkness, dann Compile Drive für mehr Karten. Oder Cool-Headed. Erst Cool-Headed, dann Recursion und dann war's das. Nevermind, dann ist das hier Game Over für den Gegner. Genau, wunderbar. Und tschüss, das hat geklappt, würde ich sagen. Bag of Preparation, at the start of each combat, draw two additional cards. Das klingt auch ganz lecker, würde ich sagen. Eine Flex Potion. Wunderbar, Gain Strength und wir können die mit der Artifact Potion können wir das canceln. Ne, den Lose 5 Strength. Dexterity wäre mir lieber gewesen, aber ich meine, I'll take that, würde ich sagen. Und wie ich bereits in der letzten Folge gesagt habe, brauchen wir mehr Blockkarten. Deswegen, also mehr Karten, die ohne Orbs Block geben. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir hier Charge Battery mit. Vor allem, weil die uns auch noch energiemäßigen Zug dazu gibt. Die müssen wir, glaube ich, mitnehmen. Das muss leider sein. Die gibt leider ein bisschen weniger Block als Defend, aber die gibt uns halt energiemäßigen Zug. Deswegen, das ist schon ganz gut. Wir nehmen die mit. Wir müssen die leider mitnehmen. Es ist, geht leider kein Weg dran vorbei. Die müssen wir mitnehmen, glaube ich. So, und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit folgendem. Habe ich keinen Block Generator? Muss ich jetzt direkt einen Damage nehmen? Eieiei. Ich habe keinen. Wir müssen jede Menge. I guess Chill Recursion, um hier so wenig Damage wie möglich zu nehmen von Beating of Death hier. Klingt gut. Ja, ich glaube, das ist es leider. Oder? Also erstmal fangen wir mit folgendem an, ja. Das ist schon mal klar. Flex Potion und dann die Artifact Potion. Ich hätte es andersrum spielen müssen. Nein! Nein, ich hätte es andersrum spielen müssen. Oh, so ein Missplay. So ein Missplay. Moment, ich kann es resetten, oder? Kann ich es resetten? Ich kann es resetten. Wir saven und quitten. Und starten den Fight nochmal neu. Also da starte ich den Fight nochmal neu, sorry. Aber das war gerade so ein Missplay. Das war jetzt so ein Missplay, dass also die Blöße gebe ich mir jetzt nicht. Wir starten den Fighter nochmal neu. Und dann haben wir nämlich jetzt hier die 6 Strength. Das gefällt mir schon mal einiges besser. Das muss jetzt sein, sorry, aber das. Nee. Damit wäre der Fight wahrscheinlich borderline nicht mehr winnable gewesen. Oder, weil, wie gesagt, das Deck ist nicht das allerstärkste. Wir haben nur 56 HP. Ich glaube, anders ist es hier wirklich nicht drin. Ja, Doom und Gloom hat schon 20 Damage. Das zwirbelt und zwirbelt schon mal ordentlich rein, würde ich sagen. Ja, wir müssen, glaube ich, Chill spielen. Ah! I'm sorry, Leute, aber ich muss das nochmal restarten. Das war jetzt ein Fehler. Das war jetzt nicht mal ein Fehler. Ich habe einfach auf die falsche. Anscheinend habe ich hier gerade hier mit dem Butterfingers auf die falsche Karte geklickt, I guess. Keine Ahnung. So, ich wollte Chill spielen, nicht Machine Learning. Danke, Spiel. Und jetzt bitte Recursion. Wunderbar. Und jetzt haben wir hier 4 Block. Und jetzt können wir hier loslegen. Und zwar legen wir jetzt los mit. Ich hätte auch einfach direkt Rainbow spielen können, ich gerade. Aber wir spielen jetzt mit Double Energy. Für hier 6 Energy, um hier alles setupen zu können. Würde ich sagen, würde ich behaupten. Dann habe ich mir sagen lassen, Rainbow klingt ganz solide. Deswegen spielen wir mal Rainbow. Ja, Rainbow für mehr Block erstmal. Und um mich zu setupen. Danach Doom und Gloom, danach Darkness und danach der Rest, würde ich sagen. Das klingt ganz gut. Ja. Doom und Gloom. Danach Darkness, um dicke Darkness Orbs zu kriegen. Oder Dark Orbs, I guess. Jetzt Machine Learning, wunderbar. Wir gehen etwas HP zurück und haben jetzt hier ein ganz nettes Setup. Und im nächsten Zug können wir hier dick die bösen Dark Orbs beim Gegner reinkloppen, würde ich sagen. Jetzt kriegen wir die ganzen Debuffs ins Deck, aber das passt schon. 3x12 Damage, aua! Aua, 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 das tut weh. Why are we still here, just to suffer? Und ich hab, oh mein Gott, was ist das für eine Hand? No, wieder so wenig Block. Ja, Vulnerable macht im Zug leider keinen Sinn. Aua! Aua, aua, aua. Und wir können nur 12 Damage wegblocken. Ich bin geneigt, hier nur Recursion zu spielen und, I guess, Slime, um die Karte loszuwerden. Uff, das tut weh.
Das tut gewaltig weh. Strike werden wir jetzt hier nicht spielen. Aua. Aua, aua, aua. Ach du, ja, ich glaube, das war's, ne? Ich glaube, das war's, um ganz ehrlich zu sein. Oh well, wir fangen an mit Defend, weil, ja. Charge Battery. Was kann ich jetzt hier seeken? Kann ich irgendwas Sinnvolles seeken? Nee, kann ich gar nicht. Ich glaube, das war's sogar schon. Also, ja. Das sieht schlecht aus. Ich glaube, wir sind tot. Ich glaube, wir sind einfach straight up tot. Damit stirbt der Run. Wie gesagt, der Run ist mittelmäßig at best gewesen, aber ne, was willst du tun? So ist das nun mal. Wir seeken nochmal kurz, I guess, und seeken uns die Fragment vielleicht, weil das könnte eventuell noch irgendwas bringen. Maybe. Oh, wir könnten nochmal seeken. Maybe bringt das was? Oh, wir könnten Dual Cast direkt seeken. Ich überlege gerade, ob mir das irgendwas bringt. Fragment, dann Cool-Headed. Ne, es ist Game Over. Also es ist einfach Game Over. Und das Schöne ist, ich kann den Fight natürlich, wie gesagt, ich kann es hier nochmal save und machen, den Fight neu starten, aber es macht keinen Unterschied. Also wir werden hier keinen besseren Draw kriegen. Das ist, das Deck hat einfach nicht genug Power. Das klappt einfach nicht. Ich könnte die Artifact Potion nutzen, um mir hier den einen von seinen Debuffs zu canceln wahrscheinlich. Ich habe als erste Platter vulnerable, I guess, aber er macht halt 50% mehr Damage, ne? Ich werde noch einmal. Okay, wir probieren das noch einmal. Wir werden noch einmal save and quitten. Wir werden es hier noch einmal cheesen. Cheesen anfangs sein. Wir werden das jetzt hier noch einmal restarten. Wir probieren das jetzt hier noch einmal. Eventuell haben wir noch eine Chance. Aber ich glaube meistens nicht mehr dran, dass wir hier noch irgendwie eine Chance haben. So, ich habe dazu gelernt. Erst chill. Ne, trotzdem Recursion actually. Nee, weil Recursion kostet halt nichts. Sonst habe ich mit Double Energy zu wenig Energie, um hier alles spielen zu können. Dann Rainbow. Ja, ich würde halt gerne mehr Strength haben, aber das geht leider nicht, sonst sterbe ich hier gleich. Ja. Es ist halt rough, ne? Es ist halt einfach rough. Doom and Gloom muss ich hier, glaube ich, spielen. Darkness und der Machine Learner. Also da ändert sich schon mal nichts dran. Das bleibt schon mal so. Und dann würde ich sagen, enden wir den Turn hier. Es ist und bleibt halt rough. So, ich glaube, jetzt kommt der mit dem Vulnerable-Debuff, glaube ich. Oder? Ne, kommt er gar nicht. Jetzt greift er einfach nur an, okay. Aber jetzt kann ich schon mal hier die Ancient Potion trinken, I guess. Theoretisch gesehen zumindest. So, wir fangen an mit Equilibrium. Ah, ich habe den Debuff jetzt schon. Moment, da muss ich doch nochmal restarten. Jetzt habe ich den. Wie habe ich den jetzt schon gekriegt? Die Frage ist, was applied er als erstes? Wenn er jetzt die Karten applied. Also wenn er jetzt die Karten applied, bevor er die anderen Debuffs applied, dann ist halt Game Over. Dann ist da halt wirklich keine Chance, das hier irgendwie zu salvagen. Dann ist halt einfach. Dann war es das halt einfach, ne? Also da kann ich dann einfach nichts mehr machen. An dieser Stelle. Probieren das jetzt hier aber nochmal natürlich. Artifact. Und dann kloppen wir jetzt hier rein mit, wie war das? Genau, Doom and Gloom, Darkness, Machine Learning. Dann schauen wir mal, wie das jetzt hier läuft. Bitte erst Vulnerable. Bitte erst Vulnerable. Come on. Ja, wir sind nicht vulnerable. Okay, es hat funktioniert. Okay, dann haben wir jetzt hier eventuell noch irgendwie eine Chance. Maybe. Also ein sehr, sehr stronges Maybe, aber hier an der Stelle. Muss ich anmerken dabei. So, Equilibrium, Recursion für Damage. Wir müssen halt auch Damage. Also das Problem ist halt, wir müssen trotzdem hier ein bisschen Damage stehlen. Das geht halt nicht anders. Sonst der Snowball so hart mit seinem Damage halt auch einfach. Es ist halt einfach nichts anderes drin, als hier komplett zu turteln. Das macht er 40 Damage. Es ist überlebbar. Also wir haben schon mal genug HP, um das theoretisch gesehen zu überleben. Den Angriff an sich. So, was können wir jetzt hier seeken? Genau, was können wir jetzt hier seeken? Die Fragment müssen wir, glaube ich, jetzt langsam zu Play kriegen. Das ist einfach mandatory. Wie bereits gesagt. Deswegen fangen wir an mit Charge Battery. Seek, Defragment und probably Dual Cast. Haben wir jetzt gehabt, wie vorhin auch schon gespielt. Fangen wir an hier mit Defragment. Machen weiter mit Defend, weil wir mehr Defense brauchen. Cool Headed und Dual Cast dann hier den Dark Orb. Für ein bisschen Damage immerhin. Ach, aber das ist schon rough hier, muss ich sagen. Also. Eieiei. Ja, wir sind schon wieder fast tot, wie gesagt. Ob das noch was gibt, 11 HP, ich glaube nicht. Ich glaube hier nicht mehr dran, muss ich ganz offen ehrlich zugestehen und sagen. Und wir haben schon wieder keinen Block Generator. Das ist schon wieder sehr, sehr rough.
nehmen jetzt hier so schon wieder forcibly. Actually, nein, ich kann Rainbow spielen. Ich muss sogar Rainbow spielen, actually, um hier überhaupt Block zu setupen. Deswegen spielen sie hier Rainbow. Machen ein bisschen Damage und haben schon mal auch ein bisschen Block, um noch andere Karten spielen zu können. So, wir brauchen schon mindestens 2 Block am Ende vom Zug. Das heißt, wir müssen jetzt hier, glaube ich, Seek spielen. Und ziehen wahrscheinlich sogar nochmal Charge Battery einfach. Hallo, Charge Battery, Charge. Ja, da ist die Karte. Ja, die ziehen wir jetzt hier. Um Energy zu transferen, I guess. Dann wird es, glaube ich, nochmal Zeit für Doom and Gloom. Oder erst Zap. Actually, Compile Driver klingt auch gut. Ja, Compile Driver. Self Repair, um die Karte loszuwerden. Und Zap. Ja, es ist sehr rough hier gerade an der Stelle, muss ich sagen. 42 Damage, das ist so ein Joke. Das ist so ein Joke hier gerade an der Stelle. Recursion. Actually, Dual Cast sogar, glaube ich. Ja, Dual Cast. Ich bin nicht tot. Ich glaube, ich bin eh schon wieder tot. Ja, das wird nichts. Wie gesagt, das ist das Deck. Das Deck, das wird nichts. Das war mir eigentlich schon klar vom ersten Moment, als wir Ektoplasma gekriegt haben. Das ist nichts mit dem Deck, um ehrlich zu sein. Das ist schon sehr, sehr rough, wenn man von Anfang an kein Gold kriegen kann. Defense, okay. Ja, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Defense rein. Maybe. Mit ein bisschen Glück. Klappt das hier noch irgendwie. 19. Na, das war's, glaube ich. Ja, das war's an der Stelle. Das war's. 19 plus 13 macht leider weniger als 42 und dann bin ich tot. Actually, 19 plus 4. 23 plus 10, 33 ist immer noch weniger. Also, egal was ich jetzt hier spiele, ich bin tot. Es war ein nicer Attempt, ja. Also, ist egal was ich jetzt hier spiele, aber das war's. Ja, also, hier endet der Weg für dieses Deck. End Turn, das war's. Wir sind tot. Egal was ich hier mache, das ist unwinnable. Leider. You are slain. Well, so ist das leider manchmal. Damit würde ich sagen, bedanke ich mich dafür, dass ihr diese Folge hier jetzt geguckt habt und dass ihr diesen Run ein bisschen verfolgt habt. Aber ja, ich hatte die ganze Zeit aber schon so ein schlechtes Gefühl, wie gesagt, das war einfach so ein... Der Run war irgendwie doomed from the start mit Ektoplasma und dann haben wir irgendwie auch nur doofe Karten gekriegt und ich war kein großer... Also mittendrin war dann zwischendurch schon mal so eine Phase, wo ich sagen musste, der Run könnte doch was werden. Weil wir haben viele Karten aus dem Deck rausgekriegt, wir haben ja keinen Kartenremoval mehr gehabt, da wir ja kein Geld hatten, konnten wir nur Karten über Events removen. Da sah es ja noch ein bisschen nach was aus, aber dann in der letzten Folge, da haben wir dann nur noch Rotz gekriegt, also wirklich nur noch Rotz und ja, well. Das Satz mit X, das war wohl nix, oder in den letzten zwei Folgen, glaube ich sogar. Ja, auf zum nächsten Mal, würde ich sagen, das konnte leider nichts mehr geben mit dem Run hier, das war unwinnable, der Fight. Well, I tried. Schlechte Draws hier in Bossfight, glaube ich, auch irgendwo gehabt. Ich weiß nicht. Aber es war einfach unwinnable. Wir haben noch ein paar Sachen unlocked. Immerhin, was haben wir hier schon unlocked? Turbo, gain 2 energy, add a void into your discard pile. Okay. Deal 24 damage if it kills an enemy. Gain 3 energy, das ist auch ganz okay, I guess. Als energy generator. Oder was heißt als energy generator? Die Karte ist, I guess, wahrscheinlich nur gut in einem Snacko-Eye-Deck. Probably. Ansonsten ist das hier nur so ein Finisher und man muss halt rein. Das ist schon ein ziemliches Commitment, die Karte. Meteor Strike ist halt auch ganz gut in einem Snacko-Eye-Deck, aber ansonsten wahrscheinlich auch sehr questionable. Sehr questionable ansonsten, aber oh well. Gut, ich würde sagen, wir continuen. Wie gesagt, damit würde ich sagen, gehen wir ins Main-Menü und ja, ich glaube, ich beende die Folge an der Stelle hier. Ist, glaube ich, ganz sinnvoll, die Folge hier zu beenden. Und in der nächsten Folge starten wir dann den nächsten Run. Ich finde es immer angenehm, den neuen Run erst in einer neuen Folge zu starten. Ich weiß nicht, das ist irgendwie immer so. Es ist irgendwo sinnvoller, weil du dann halt so, ne, die nächste Folge startest mit einem neuen Run, anstatt sie mitten im Run zu starten. Deswegen würde ich sagen, den nächsten Run starten wir erst in der nächsten Folge. Das wird dann natürlich wieder ein Defect-Run. Und das wird dann natürlich wieder auf selber hinauslaufen. Also nicht auf selber, also hoffentlich wird es auf den Win hinauslaufen. Aber es wird wieder ein Defect-Run. Und wir werden wieder versuchen, den Final Boss mit dem Defect wegzuklatschen. Aber wie gesagt, das machen wir erst in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, lasst mir lieben gerne ein bisschen Support da in Form von einem Abo oder von einem Like und einem Kommentar. Abo natürlich nur, falls ihr mir noch keins dagelassen habt, falls ihr mir schon ein Abo dagelassen habt. I guess das Einzige, was ihr dann noch machen könntet, wäre vielleicht auf die Glocke zu klicken, um auch wirklich alle Benachrichtigungen zu kriegen von mir. Falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ansonsten würde ich sagen, war es das für die heutige Folge. Lasst mir aber wie gesagt... Jetzt bin ich wieder in so einem Loop angekommen. Ich habe manchmal so Sprechloops, wo ich dann den einen Satz zu Ende führe und dann denselben Satz einfach nochmal anfange irgendwie. Ich weiß nicht. Sollte ich gerade denselben Satz nochmal sagen. Ja, das habe ich schon gesagt mit dem Abo. Bevor jemand fragt um uns, ich versuche es immer so einmal pro Video anzumerken, weil es actually Leute gibt, die das dazu motiviert, mir ein Abo dazulassen. Deswegen, die würden es sonst nicht machen. Deswegen versuche es immer so einmal pro Video anzumerken. Aber ja, das wäre es fürs heutige Video. Leider kein erfolgreicher Run. Leider ist der Run gestorben und war, glaube ich, auch unrecoverbar. Ich habe da, wie gesagt, ich habe es ja gerade gesehen, ich habe da versucht rauszuholen, was ging, aber mehr war einfach nicht drin. Ich glaube, mehr war einfach wirklich nicht drin. Ja,
Hoffentlich habt ihr trotzdem einen wunderbaren Resttag. Auch ich werde trotzdem einen wunderbaren Resttag haben. Ich werde mich davon jetzt nicht runterziehen lassen, dass der Run jetzt hier gefehlt ist. Das passt schon. Ist schon okay. Nicht jeder Run kann erfolgreich sein, würde ich sagen. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Resttag. Macht noch irgendwas Schönes oder was Produktives. Das war's von mir für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Und schaltet auch dann da liebend gern wieder ein. Ja, das war's von mir. Bis dann. Quitt euch!